Wir sind in einem völlig unscheinbaren Industriegebiet in der Nähe von München und man fragt sich, was machen wir hier eigentlich? Und wenn man sich die Autos hier um uns herum anguckt, dann fragt man sich auch, ist doch alles ganz normal, aber der hier sieht ein bisschen anders aus. Ist ein 7er BMW, kennen wir schon, aber der hat so ein paar Anbauten dran und die hat er nicht ganz umsonst dran, denn das hier, das ist die Zukunft und dementsprechend fährt hier auch nichts anderes als die Zukunft. Was genau, zeigen wir euch. Ich habe euch nichts Geringeres als die Zukunft versprochen, aber die Zukunft beginnt mit diesem Mann. Das ist Levent und Levent hat hier tatsächlich einfach die Zukunft in Händen, oder wie? Genau, eine zukunftsträchtige App habe ich in den Händen. So, was tust du jetzt? Also mit der App werde ich jetzt unser Fahrzeug rufen. Das ist ein 7er, vollautomatisiert, Level 5 und mir mit dir danach die Fahrerlebnis Level 5 Demo durchgehen. Erklären wir noch mal ganz kurz Level 5, für alle, die es nicht wissen. Es gibt 5 Level des autonomen Fahrens. Genau. 5 ist das höchste. Level 5 ist das höchste aller Gefühle. Das heißt, da haben wir dann auch kein Fahrer mehr am Steuer oder auch keine fahrtüchtige Person mehr. Und das stellen wir heute auch nach. Wir setzen dich auf die Rücksitzbank und du kannst von dort die Fahrt starten, stoppen, pausieren und natürlich auch einzelne Fahrzeugfunktionen ansteuern. Zum Beispiel Hupen ist aktuell sehr, sehr beliebt. Sehr beliebt, alles klar. Hier kommt sie auch schon, die Zukunft. Das Fahrzeug ist dann auch gleich bei uns. Kannst dir auch so vorstellen, als würdest du jetzt das Fahrzeug quasi aus dem Parkhaus rufen und hast einfach keine Lust mehr hinzugehen, dass es einfach zu dir kommt. Ja. Bevor wir natürlich einsteigen, müssen wir uns authentifizieren. Das können wir auch mit unserem Smartphone machen. Okay. Wir können dann das Fahrzeug, nachdem wir uns authentifiziert haben, dann entriegeln. Einmal hier drauf drücken. Zack. Und klappt den Spiegel auf, die Türen sind entriegelt. Die muss ich aber noch anfassen, ne? Die muss noch anfassen, die gehen noch nicht automatisch. Okay, sehr gut. Aber ich habe so viele Sensoren da drauf. Das ist jetzt hier alles Prototyp, ne? Also genau, also das ist hier zum Beispiel Referenzmesstechnik, das ist ein DGPS-Empfänger. Das wird im Serienfahrzeug natürlich nicht dabei sein. Das sieht dann schicker aus. Das sieht dann natürlich, wie es vom BMW gewohnt bist, aus. Natürlich. Alles klar, dann steuere ich mal ein, ne? Genau. So, ach Gott. Mach's gut. Dann wirst du vielleicht auch begrüßt. Ah. Hallo. Welcome, guest. So. Welcome. Personal co-pilot is ready to drive you. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Genau, dann drück doch mir auf Start Ride. Genau. Please follow safety instruction before starting the ride. Alles angeschlossen. Du warst natürlich vorbildlich. Ja. Ich natürlich nicht. Ich habe mich und nicht angeschnallt. Alle Türen sind zu. Dann schnall ich mich mal an. Ja. Dann müsste das Fenster weggehen und du kannst jetzt starten. Stark. Auf geht's. Genau. Nochmal ein langer Druck. Da ist es soweit. Und ab geht die Partie. Wir machen noch kurze Checks, bevor wir losfahren. Ja. Und gleich geht's auch los. So, theoretisch, ach guck mal, jetzt fährt er schon ganz genau, alleine. Genau, jetzt fährt er ganz alleine. Ja. Wie ich es dir gerade versprochen habe, Level 5 komplett ohne Fahrer. Und du bist natürlich da auch jetzt in der Kontrolle. Wenn du mal unten auf deinem Bildschirm schaust, dann siehst du einen Pausieren-Button. Den ja. kannst du gerne mal drücken. Ja, den drücke ich hier mal auf Pause. Genau. Er beschleunigt gerade, aber ich sage nein. Ja. Oha, muss gedrückt halten. Genau, weil es kann ja sein, dass du vielleicht kurzzeitig irgendwo anhalten möchtest. Ja, und wir hatten natürlich nicht sofort aussteigen. An. Ich habe jetzt viel getrunken. Nein, Quatsch. Wir hatten natürlich nicht sofort an, weil wir müssen natürlich zusehen, dass es auch wirklich passt, wo du anhältst. Ja, okay. Aber jetzt, wieder jetzt darf abrücken. Ich. Ja. Continue Ride. Genau. Dann kannst du auch noch mal schauen. Auch auf der unteren Seite sind dann auch noch ein paar Button, zum Beispiel zum Hupen. Hupen? Ja. Warte, wo ist die Hupe? Ach, da, hier, Achtung. Für Robin Hornig an dieser Stelle einmal. Aber du kannst gerne nochmal in den Car Control links reingehen. Ja. Und da zum Beispiel mal alle Fenster auswählen und dann auf Öffnen drücken. Car Control. Genau, alle Fenster. Unlocked. Genau, alle Fenster. Windows All. Genau, und dann den Button darunter drücken. Den Button darunter musst du lang drücken. Genau, Simsalabim. Ja? Simsalabim. Gehen alle Fenster auf. Und dadurch, dass die Tour natürlich so kurz war, können wir gerne noch mal eine zweite Runde fahren, wenn du willst. Das ist gut, das machen wir. New Ride. New Ride. Drück auch noch mal lang drücken, bitte. Mach ich glatt. Und bitte. Und so. Gleich geht's dann auch los. Aha. Weil es auch heute so ein bisschen auch hier auch sehr sonnig ist, dann würde ich vorschlagen, ja. wir machen vielleicht auch mal das Verdeck noch mal auf. Natürlich. Verdeck haben wir leider hier nicht, deswegen machen wir hier mal das Schiebedach mal auf. Car Control. Sunroof mal auswählen. Sunroof. Genau, dann können wir hier noch mal ein bisschen Cabrio-Feeling reinbringen in die Partie.
Da erübrigt sich gleich auch die Frage, was macht man eigentlich, wenn man nichts zu tun hat im Auto, weil das Auto für einen fährt? Daran haben wir natürlich auch gedacht. Vielen Dank für die Mitfahrt. Aber sehr gerne. Letztendlich in dem Auto möchte man sich auch kutschieren lassen. Ne? Die Frage ist, wann kommt denn sowas hier weg zum Beispiel? Weil das sieht ja jetzt nicht ganz so schön aus. Genau, das sind natürlich noch Versuchsträger von uns für den Level 4 und Level 5 Fall. Da sind wir an der Industrialisierung auch dran, genauso wie im Level 3 Fall. Das wird noch seine Zeit ein bisschen dauern. Im Level 3 Auto siehst du eigentlich kaum mehr einen Unterschied zu dem Serienauto. Okay. Und sowas sehen wir wahrscheinlich zum ersten Mal auf so Privatgeländen, Geländes? Wie sagt man denn eigentlich Geländen? Das ist auch sehr, sehr schwer abzuschätzen. Also wir fahren aktuell auch schon in München, ja. Auch im Level 4 Modus. Wann das jetzt genau auch, wie auch ausgebreitet wird, das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Da lässt er sich nicht in die Karten schauen. Aber trotzdem, vielen Dank für die Zukunft. Aber sehr gerne. Und, es hat mir sehr gut gefallen in dem Auto. Wann wir es eben sehen, das weiß man nicht so genau. Aber klar, es ist eben schon da. Und was schon da ist, ne, das kann ja auch nicht so lange dauern, bis es auf die Straße kommt. Genau. Zurück in die Zukunft, ne? Ciao.